Ja, wir streiken hier um unsere Rechte und unsere Löhne und Gehälter, ja, weil alles teuer geworden ist. Also wenn man sieht, die Mieten überhaupt oder das normale, ich sag mal, Brot und Butter oder egal, worum es geht, Lebensmittel, das ist so extrem explodiert und das ist absolut gerechtfertigt, dass wir so diese 5,5% fordern. Ich glaube, das ist auch das Minimum, was wir eigentlich brauchen. Es wird alles teurer, auch die Arbeitgeber wollen ja mehr Geld verdienen und ich meine, uns steht das genauso zu, wir haben unseren gerechten Anteil daran. Ich persönlich bin schon bereit, da auch zu streiken für. Ich glaube, es gibt einige Firmen, die, sag ich mal, da auch genau fähig sind dazu, das auch darzustellen, auch sich auf die Straße zu begeben und auch klar dafür, nicht nur warm zu streiken, sondern auch richtig zu streiken. Wir sollten schon auch für dieses Jahr kämpfen um unsere 5,5% Erhöhung, aber die 1,9% ist schon ein Hohn. Also die reden immer von 2,3, aber es sind keine 2,3, es sind ja diese 1,9, weil die zwei Monate, die null Monate, die vergisst jeder. Ja? Die Arbeitgeber, das ist ja denen ihre Aufgabe, wie sie dafür sorgen müssen und können, um ihre Aufträge reinzubekommen. Da sind wir für nicht da, wir machen unsere Arbeit so gut wie möglich, ja, und dementsprechend wollen wir auch belohnt werden.